Hey, willkommen zurück. Wir sind auf der Suche nach dem Grab von König Strom dem Dritten. Auf Geheiß von Samir. Ja, Minsk will sie beeindrucken, deswegen machen wir diese Quest. Wir sollen hier die Türen aufmachen und gucken nach dem... Ja, nach dem Grabmal dieses Kerls. Für die Archäologin, die Minsk beeindrucken will. Wahrscheinlich hat die das Äquivalent von Lara Crofts Outfit an. Ja, doch. Sehr figurbetont. Definitiv. Und die meisten dieser Türen sind Fallen. Andere nicht. Oh, Regenbogen-Obsidian-Halskette. Schönes Wort. Zauberauge. Oh, Buch von König Strom im Dritten. Das müssen wir mal wenigstens kurzens angucken. Dieses uralte Schriftstück ist vergilbt und zerfällt beinahe in euren Händen. Oh, es ist in einer Geheimsprache geschrieben. Okay. Naja, da steht was drin von einer Maske, die wir zusammensetzen müssen, damit wir das Grabmal sehen können. Und es gibt hier diese Wächter. Hallo. Ich bin der Hüter des Tores. Hier liegt der gefallene König, der von seinen Feinden niedergestreckt wurde, als das Jahr des brennenden Himmels dem Jahr der Schuppenernte zum Opfer fiel. Was auch immer. Meine Augen sehen alles, was ich bewachen muss. Die haben jeder einen Teil dieser mystischen Maske, die ich brauche, um... Stirb! Oh Gott. Die ich brauche, um den letzten Wächter zu sehen. Und die sind total auf Feuer aus, die Drecksäcke. Und ich hätte mich vorher vielleicht buffen sollen gegen Feuer. Da gehen wir jetzt allerdings durch. Ich habe genug Lebenspunkte, um den Kerl auszusitzen. Ja. Das ist ein Teil einer Totenmaske. Davon müssen wir 6 Stück sammeln. So, du hast deine Schuldigkeit getan. Und das ist eine Tür ins Nirgendwo. Wer hat denn den Feuerschutzring? Du warst das, oder? Du hast als Feuerwiderstand 50. Das heißt, mit einem einfachen Zauber hast du Feuerwiderstand 100. Okay. Die nächsten paar Wächter macht alle Minsk dann. Machen wir mal die Tür hier auf. Und schicken die Utenalia hier rein. Fallensuchend. Na komm. Finde die Fallen. Wir machen vielleicht noch das Level up. Ja, Stufe 13 Magierin. Oh ja, also 4 Zaubersprüche mehr. Okay, leider keinen des 7. Grades. Das ist ein Level, auf das ich noch warte. Okay, da lernen wir das. Da ist es fast egal, was wir lernen. Spiegelbilder. Ja, damit wir möglichst viele verschiedene Zaubersprüche im Buch haben. Und möglichst verwirrt sind dann auch. Melfs magische Meteoriten. Tolle Waffe. Toller Zauber. Hier könnten wir sowas... Nee, Schutz vor Elementen gibt's hier noch normalerweise. Aber ich glaube, das kann ich noch nicht. Wir könnten Magie durchdringen lernen. Das entfernt Zauberschutzzauber. Also Schutzzauber gegen Zauber entfernt das. Und senkt Magieresistenz. Das könnte ein nützlicher Zauber sein. Ja, warum nicht? Warum nicht? Okay, Anomen. Du bist ja für solche Sachen, bist du ja da. Du wirst jetzt Minsk Feuerkälte widerstehen geben. Dann hat er wahrscheinlich 100% Feuerwiderstand und kann die Wächter einfach alle umhauen. Überprüfen wir das nochmal. Ob das auch Feuer 100... Magisches Feuer 50. Na, gucken wir mal, was das genau bedeutet. Achso, okay. Mach erstmal das da auf. Und dann das da. Und dann geh aus dem Weg. Mist. Tür zu. Das ist der Direktor. Den Direktor lasse ich in Ruhe. Ich habe Respekt vor dem Direktor. Ja, der hat mich überrascht. Ich hatte nicht gedacht, dass der... da ist. Okay, Minsk, zeig, was du kannst. Bitte nimm keinen Schaden. Minsk ist immun gegen diesen Schaden. Ja! Komm, Minsk. Immer wenn die... Oh, 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 oh. Doch nicht. Nicht komplett auf jeden Fall. Okay, Minsk. Wir gehen. Vielen Dank für den Einsatz, aber das war nicht genug. Gute Güte, zum Glück ist er dagegen wieder immun. Okay, was hast du noch? Hast du noch einen Schutzzauber gegen Feuer? Wir haben dir noch einen beigebracht, ja. Minsk,
kriegst den auch noch ab. Und dann heilen wir dich nochmal dick. Habe ich den Zauber jetzt abgebrochen? Ich hoffe nicht. Mal schauen. Ja, das hat nicht funktioniert. Also das ist nur gegen normales Feuer. Wir können natürlich so einen dieser Tränke hier nehmen. Was macht der? Zehn Runden lang, das ist nicht lang. Das ist nicht lang. Trotzdem, Minsk, du bist im Moment unser bester Mann. Hau ihn um. Ich habe volles Vertrauen in dich. Hau ihn um! Ach du Scheiße. Okay, jetzt alle Mann, oder? Jetzt alle Mann im Fernkampf. So, du, du und du auf jeden Fall im Fernkampf. Genauso wie du. Du führst den ein bisschen weg. Und dann haben wir ein weiteres Teil der Maske erobert. Das ist allerdings zu anstrengend für den guten Minsk. Ja, das kann ich dir nicht andauernd machen lassen. Der braucht ja irrsinnig viele Heiltränke dafür. Müssen wir doch mal gucken, vielleicht... Nee, die zwei Schriftrollen will ich nicht benutzen. Ich will mir das, den Feuerschutz aufheben. Noch eine Weile. Nadia. Guck dich mal um. Wir fangen jetzt an, die Kerle anzugreifen, bevor sie reagieren können. Das erscheint mir eine gute Strategie zu sein. Ich werde die Türen aufmachen und reingehen und feststellen, dass da keiner drin ist. Okay. Du wirst die Tür aufmachen. Rocket wird reingehen. Und den Genie von hinten eins überziehen und hoffen, dass ihn das umbringt. Ah, 34, das ist auch schon mal besser gewürfelt. Aber hey, das geht, glaube ich, besser als anders. Rocket hat diese irrsinnige Regeneration. Und zusätzlich dazu auch noch so und so viele Millionen Lebenspunkte mehr als Minsk. Also doppelt so viel, fast. Ja. Das funktioniert ganz gut. Da kriege ich den ersten Schlag ohne Feuerschild raus. Das ist sehr praktisch. Ich bin stolz, zu ihr zu gehören. Na komm, lass mich hinter dich. Ich will dir doch nichts Böses. Ich will doch nur deinen Teil der Maske. Du könntest mir den noch einfach geben. Mist. Oh, warte. Ah, Entschuldigung. Da bin ich wieder. Und noch ein weiterer Teil der Totenmaske. Dann müssen wir noch gucken, wie wir den Direktor besiegen. Der sieht ja böse aus, der Direktor. Der Direktor dieses kleinen Gefängnisses. Das ist nicht der ultimative Wächter dieses Gefängnisses. Das ist nur der Direktor. Okay, da ist noch einer drin. Wunderbar, dann sind wir schon relativ weit. Ich glaube, da habe ich... Das könnte der fünfte sein. Es ist aus! Ja, es ist aus! Viele Drau fielen bei der Reinigung, aber eine rote Schwinge kam ihrem Ruf hin zu Hilfe. Vielleicht hätte ich die Texte lesen sollen. Das klingt fast so, als wurde hier mal gegen Drau gekämpft und etwas mit roten Schwingen, also Flügeln, ist zu Hilfe gekommen. Der Himmel brannte vor Zorn und Feuer, bis es durch die Hand eines Königs aus der Luft gerissen wurde. Er sah die kraftlose und narbige Schwachstelle und er sah den Weg zum Ausgangspunkt des Feuers. Ja, okay. Erster Teil war interessant, zweiter Teil, Mambo Jumbo, Gelaber. Oh komm, Rocket, gerade so hier, wurde fast knapp. Dann wollen wir doch nochmal leveln für den guten Minsk. Oh, ein Waffenpunkt, ich habe nicht geguckt, was er lernen sollen, könnte, müsste. Müssen wir mal schauen. Also er hat auf jeden Fall Kampfstil mit zwei Waffen, hat er voll auf 3 Punkte, mehr geht da nicht. Dann hat er Streitkolben und 2 Hände. Ja, passt überhaupt nicht zusammen, Langbogen hat er auch. Tja, Langschwerter gibt es sehr viele, auch sehr viele gute. Katana gibt es auf jeden Fall ein gutes. Ah, wir bringen ihm mal Langschwert bei. Ich glaube, sonst kann niemand Langschwert bei mir. Ja, ich glaube, gar niemand. So. Die Tür ist, glaube ich, echt und führt zu ein paar Untoten.
Ja. Höherer Düsterschrecken. Nee, finsterer Düsterschrecken. Okay. Dann fehlt mir doch noch ein Teil der Maske, oder? Ich habe hier 5. Das kannst du haben. Ja, ich habe hier 5. 5 ist ein Teil zu wenig. Wo ist das? Ach so, da. Ja, ich muss am Direktor vorbei. Leider. Der Direktor als Betrachter, da werden wir natürlich hier, wo ist es? Den Spiegelschild rausholen und einfach mit Anomen da reingehen. Und Anomen wird das schon regeln. Hoffentlich. Ja, wenn nicht Anomen, wer denn dann? Komm, mach den Betrachter tot. Der kann doch nichts. Der kann brennende Hände, wow. Ja, ist kein echter Betrachter. Der macht nur brennende Hände. Damit wirst du nicht viel Erfolg haben. Komm, komm, hilf ihm. Bevor er noch stirbt. Ja. Ach du Scheiße. Ging aber noch. Ging aber noch gerade so. Das war schon peinlich. Anomen, was machst du nur? Was machst du nur? Du sollst nach Fallen suchen, Gute. Du sollst nach Fallen suchen. Oh, das ist kein echter Raum. Das ist natürlich ärgerlich. Wo ist dann... Hier? Eventuell? Müssen wir mal gucken gehen. Die Maske baut sich auf jeden Fall von selbst zusammen. Also da muss man dann nichts mehr machen. Gucken wir hier nochmal nach Fallen. Ja, das ist auch eine Sackgasse. Da oben geht's weiter zu den Luftelementaren und zu dem Schatz im Brunnen. Ja, auf den ich ganz heiß bin. Da müssen wir doch da unten rein. Aber ich glaube, da war der unsichtbare Wächter. Den ich jetzt noch nicht sehen kann, weil ich noch nicht alle Teile der Maske habe. Kommst du eigentlich klar, Anomen? Du hast doch auch einen Regenerationsgegenstand an, oder? Es ist gut, so einen Ort zu erforschen. Das Blut pulst schneller, wissend, ja, er hat auf jeden Fall gerade einen Lebenspunkt regeneriert. Also Anomen wird langsam aber sicher seine Lebenspunkte zurückbekommen. Dann machst du mal da unten die Tür auf. Machen wir nochmal Quicksave. Ich mache heute so viele Quicksaves. Unglaublich. Ich bin total paranoid. So, die Tür. Und wie machen wir das? Tür auf und weg. Und dann im Schatten und dann wieder hin. Ja. Der letzte. Der letzte der Wächter. Ist aber nicht besonders stark. Oh, ich habe 50 Schadenspunkte gemacht. Cool. Cool, cool, cool. Komm, nochmal. Ah, nochmal. Immer das. Wir kriegen immer ihren Feuerball raus noch. Jedes Mal. So, jetzt formt sich die Maske in meinem Inventar. Wie von Geisterhand. In meinem Rucksack fügt die sich zusammen. Das ist einer der wenigen Helme, den absolut jeder anziehen kann. Auch reine Magier, die normalerweise keine Helme anziehen können, können das Teil anziehen. Es hat dafür auch keinerlei Eigenschaften. Und warum man überhaupt einen Helm haben will, liegt hier dran. Schützt vor kritischen Treffern. Kritischer Treffer heißt normalerweise, der Schaden wird verdoppelt. Aber wenn man so einen Helm aufhat, eben nicht bei einem kritischen Treffer. Wird er nicht verdoppelt. Steht hier nicht dabei, dass er davor schützt. Er soll auch nicht davor schützen. Aber alles, was man im Kopfslot anhat, schützt davor. Ob man will oder nicht. Und wir brauchen die Maske, um zu sehen hinter der Tür da. Und da gehen wir nächste Folge mal gucken.